Hallo, ich bin gekommen, um Cynthia zu besuchen. Ich weiß, sie ist dir sehr wichtig. Ich lasse euch beide allein. Du stehst deinem Ex sehr nahe, nicht wahr? Bitte, ich ertrage nicht eine einzige Eifersuchtsszene. Im Gegenteil, ich mag so. Genau. Es zeigt, dass du eine große emotionale Reife hast. Ist das dein Ernst? Klar, noch etwas, das man an dir bewundern kann. Das hat man mir noch nie gesagt. Du bist voller Überraschung. Überraschung! Ich weiß, dass du schlecht behandelt wurdest. Es war unangenehm, dass wir die Sache mit Paul verschwiegen haben. Aber versuche nicht auf Bruno wütend zu sein. Ich hatte ein Musical zu produzieren, habe Verständnis für ihn. Gut, ich denke drüber nach. Danke, dass du so mit mir sprichst. Ich rufe dich ab jetzt an, wenn ich eine Dosis Wahrheit brauche. So viel? Aber sollten wir nicht 6 Monate Zeit haben? Natürlich, das Geschäft. Ich verstehe, danke. Alles in Ordnung? Linda. Linda. Schön, dass du da bist. Ich bin froh, dass du hier bist. Okay, das klang fast gleich. Ich wollte mit dir reden. Warte einen Augenblick. Bin immer noch verletzt. Ich verzeih dir. Ha, ja, okay. Machen wir einfach. Mach dir keine Sorgen. Ich verzeih dir. Wirklich? Ich kann dir nicht sagen, wie erleichtert ich bin. Ja, wirklich. Ich will nicht wütend sein. Es tut mir nicht gut. Tu es einfach nicht wieder. Es wird nie wieder vorkommen. Inna, kann ich dich etwas bitten? Kann ich dich um etwas bitten, heißt das nicht, oder? Miguel bittet mich, das Budget für das Stück zu erhöhen. Aber Jangada kann sich das nicht leisten. Ich wusste nicht, dass Miguel dich das gebeten hat. Ich verstehe es wirklich, aber es ist gerade unmöglich. Jangada war noch nie in einer so heiklen Situation wie jetzt. Tja, das ist, wenn man mit Geld so viel umgeht. Marcia, ich hab dich gesucht. Hallo, da bin ich. Ich fand eine Halskette, die ich noch nicht kannte. Ist es deine? Wo hast du das gefunden? Sie gehörte meiner Mutter, das einzige, was sie mir hinterließ. Ich trage sie nie, weil sie in einer Stadt wie Rio zu wertvoll ist. Sie ist sehr schön, aber nicht aus Gold, nicht mal vergoldet. Ist sie nicht? Nein, sicher nicht. Ich kenne mich mit Schmuck aus. Sie ist trotzdem schön. Du kannst sie ruhig tragen. Alter, was für ein Typ, ey. Ich hab doch gewusst, der ist ein Arsch. Miguel, du musst aufhören, Bruno zu bedrängen. Er setzte sein Unternehmen auf dieses Stück und jetzt hat er Probleme. Aber wenn ihr mehr Geld verdienen wollt, muss das Stück wachsen. Das weiß er, aber er kann kein Peso mehr ausgeben. Was, wenn ich ihm nicht Probleme, sondern Lösung bringe? Lass ihn seinen Job machen. Könntest du das? Könntest du das überhaupt? Ich habe ein Ass im Ärmel, das nicht nur Bruno helfen könnte, sondern auch dem Stück. Es wird seinen Stolz verletzen, aber unter diesen Umständen? Ich denke, Bruno wird es zu schätzen wissen. Irgendwie ist Linda so weißlich, ne? Die ist nicht so betont, aber wahrscheinlich wegen dem Hintergrund, weil das auch rot ist und das auch rot ist. Ich finde, die Jacke passt irgendwie nicht. Die hätte eine andere Jacke anziehen sollen. Gerade wegen so einem Bühnenbild hier.
Tu, was du tun musst. Ich gehe spazieren, bevor ich Cynthia besuche. Guck mal, das passt wieder und das ist nicht ausgegraut. Oha. Jetzt kommt's raus. Jetzt kommt, wow, jetzt gibt's Schlägerei. Komm, let's mach. Willst du mich mit einer Blechhalskette kaufen? Schau ich dumm aus? Machst du Witze? Niemals, das ist mir so peinlich. Genau. Das ist nur, du bist mit einem reichen Mann verheiratet und ich? Ich wollte dich beeindrucken. Ich war ein Narr. Geld ist mir egal, Simon. Ich habe mich nie darum geschert. Ich wurde auch nicht mit einem goldenen Löffel im Mund geboren. Nicht? Schade. Ich erkenne, worauf es wirklich ankommt. Für mich sind es Gefühle. Die habe ich in rauen Mengen. Ich weiß, deshalb besuche ich dich weiterhin. Was? Weil du dich echt anfühlst. Ich werde alles sein, was du willst. Sei einfach du selbst. Bitte nicht. Nein. Ist das Marcia? Oh, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Ich will nicht, dass es wieder passiert. Das ist das letzte Mal. Es gibt Probleme. Es wird jetzt richtig Probleme geben. Luciana ist eine Geschäftsfrau und leidenschaftliche Kunstliebhaberin. Sie finanzierte fast alle meine Werke und viele andere Veranstaltungen. Sie kann das Geld investieren, das Giancarlo braucht. Nicht nur für das Musical, sondern auch für andere Shows. Ich habe viel von dir gehört, Bruno Freier. Du hast große Festivals produziert und vertrittst internationale Stars. Und was mir am wichtigsten ist, mit durchschlagendem Erfolg. Ich habe von dir, als ich von dir hörte, zögerte ich keine Sekunde, Ja zu sagen. Ich sehe, du hast deine Hausaufgaben gemacht. Du wirst denken, dass ich jetzt endlich versagt habe. Deine Situation ist nichts, was ich nicht schon mal gesehen habe. Außerdem gehst du neue Wege und das weiß ich zu schätzen. Was verlangst du als Gegenleistung für diese Investition? Ich tauche gerne in die Projekte ein, mit denen ich zusammenarbeite. Du willst ein Stück, Giancarlo? Ja, ich schlage vor, dass wir uns zusammenschließen. 50-50. Jetzt kommt's. 60-40? 70-30? 80-20? Denkst du, ich gebe dir die Hälfte meines Lebenswerks? Nach dem, was ich aus deinen Finanzen ersehe, hast du keine Wahl. Das ist wohl nicht die Ideallösung, die du dir vorgestellt hast. Aber mit dem Geld wirst du Schulden tilgen und weitermachen können. An deiner Stelle würde ich mir die Chance nicht entgehen lassen. Das Angebot ist zu verlockend, um Nein zu sagen, nicht wahr? 70-30. Ich wusste, dass irgendwas kommt. 50-50. 65-35? Okay. 55-45. Ich kenne meine Finanzen. Weniger akzeptiere ich nicht. Eine gierige Geschäftsfrau, die du jetzt auf deiner Seite hast. Na super. Da kann ja was werden. Schon wieder eine Frau in Bonus leben. Oh weh. Was? Die heilige Marcia? Ich wusste nicht, dass sie es in sich hat. Ich bin genauso geschockiert wie du. Ich war auf dem Weg zu Cynthia, als ich sie sah.
Sie hat mitten auf der Promenade rumgemacht. Am helllichten Tag. Die hat Nerven. Was für eine Schamlosigkeit. Es gibt keine Moral. Obwohl, ich mag sie jetzt irgendwie besser. Ist das schlimm? Wer bin ich, dass ich darüber urteile, was schlimm ist? Aber Rotigo ist unser Freund. Richtig. Sie schienen ein so perfektes Paar zu sein. Rodrigo denkt wohl immer noch, dass sie es sind. Was wirst du tun, Linda? Ich denke nicht, dass ich mich einmischen sollte. Ich habe Angst, im Weg zu stehen und alles zu verkomplizieren. Außerdem bist du in diesem Haus nicht gerade heiß willkommen. Ja, es ist vorbei. Wer weiß, was ich gesehen habe. Reden könnte ein großer Fehler sein. Ich werde nichts sagen. Ich werde dir helfen, dein Wort zu halten. Aber er ist derjenige, der viel erzählt. Leider. Danke, ich muss jetzt gehen. Miguel wartet auf mich. Miguel, ein weiteres tolles Gesprächsthema steht an. Was lässt das Gesicht meiner Muse so traurig schauen? Nichts, ein Freund hat Probleme, aber ich kann nichts tun. Immer die sentimentale Beschützerin. Ich bewundere dich so sehr. Ich bin nicht die Einzige, die Leben rettet. Danke, dass du Bruno geholfen hast. Er sagte mir heute, dass er Lucianas Antrag annehmen will. Was? Sie will ihn heiraten? Ach so, nee, das war anderes. True. War ein Scherz. Oder it's a prank. Ich weiß nicht, ob man mir solchen Alt... Was? Altruismus? Oder heißt das Altruismus? Oh Gott. Also das Wort zuschreiben kann. Altruismus? Was ist denn das schon wieder? Muss ich gleich mal nachlesen. Ich habe es auch für dich, für mich und für das Stück getan. Ich bin erstaunt, wie du mit meinen Ex-Freunden umgegangen bist. Du bist ein großartiger Mann. Heißt das, du verzeihst mir? Ja, ich habe beschlossen, nicht mehr wütend zu sein. Du lagst falsch, aber ich verstehe, dass du es gut gemeint hast. Ich könnte nie schlechte Absichten dir gegenüber haben. Oder hegen. Boah, Alter, hegen sogar. Ich hege auch mal. Nein, das ist eine andere Geschichte. Das hoffe ich. Weil ich noch so einen Schlag wohl nicht ertrage. Ich verspreche dir, du wirst es nicht bereuen. Tja. Oh weh. Was macht der denn jetzt? Die rote Tür. Tut mir leid, meine Liebe. Bitte verzeih mir. Hä? Was hat denn für einer? Aber ich kann Linda Brown nicht aufgeben. Was ist das denn für ein Typ? Ich bin geschockt. Der ging jetzt durch diese rote Tür. Das ist der einzige, die einzige rote Tür, die im Raum ist. Sonst sind alle Türen anders. Und der geht da rein. Da muss doch irgendwas sein. Und jetzt hat er mit der auch noch gesprochen. Ist da jemand drin versteckt? Man weiß es nicht. Vielleicht in der nächsten Ausgabe von Linda Borns Interactive Story. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder in der neuen Ausgabe von Linda Borns Interactive Story. Ich bin damit raus. Haut rein. Bis dann. Und ciao.